Achso, ja, mir sagt das nicht so viel. Ich habe ja schließlich keine Magie studiert, die werten Herren und Damen. Ah, okay. Oh, entschuldigt. Ich weiß nicht, ob Sie mit dem Wissen, das ich teilen würde, etwas anfangen kann. Das sind ja doch sehr, überlegt mal kurz, unterschiedliche Fachbereiche. Fragt sie doch einfach, vielleicht kann sie etwas, was euch doch interessiert. Sie ist bestimmt eine gebildete Frau, wenn sie genauso wie ihr vielleicht einmal hier und da quer gelernt hat. Wer weiß, was man alles kann. Das wäre perfekt. Vielen Dank, man neigt mal leicht das Haupt vor Anandoria. Rodrigo nickt, gerne schön. Ja, dann, während er gerade ist, lehnt er sich mal zu dem Hesindengeweihten links von ihm rüber. Ja, eure Gnaden? Kann ich irgendwo eine Frage stellen? Ja, was kann ich für euch tun? Seht ihr die Frau mit der Schlange dort? Ja. Könnt ihr mir wo was über sie erzählen? Ist die mit euch hierher gekommen, oder? Sabadrukani. Die wurde wohl vor, ich glaube, wie lange ist es her? Ein paar Wochen. Wir hatten einen Trupp, der ein paar Vorräte geholt hat, und sie wurde wohl an den Strand gespült. Wer hat denn sie aufgelesen? Bin mir nicht ganz sicher, wer es war. Zumindest wurde sie aufgelesen, ist wohl mit dem Schiff untergegangen, und sie ist dann erst einmal mitgekommen, weil sie sonst nichts hatte. Sie wollte wohl eigentlich aufs Festland. Wenn ich das richtig verstanden hatte, naja, sie startete wohl im Huronischen Reich oder im Aranischen Reich, und wollte. Ich weiß nicht, wo sie hin wollte. Ich glaube nach Beilung oder nach Perikum oder sowas. Das Schiff ist untergegangen. Hab Dank. Rodrigo klopft einmal schönen Abend noch bis später oder so und steht auf und läuft mal zu der Schlangenbeschwörerin rüber. Ja, die hörst du leise irgendwas Tulamütisches vor sich hinsummen und so ein bisschen Gedanken verloren, zumindest soll es so wirken. Wahrscheinlich hat sie euch mit jedem Wort zugehört. Lässt sie so ein bisschen die Schlange über ihre nackten Schultern schlingeln. Kasim, nickt Rodrigo zu. Ich sehe mich mal um, ob ich die Magistra irgendwo finden kann. Na klar. Viel Spaß. Ja, und dann läuft Kasim mal bisschen ziellos da rum und guckt, ob er irgendwo Ja, eine Dame in. die ist gerade noch am Essen. Also du sitzt irgendwo in der Nähe von Puspareiken. Achso, Und okay, dann. nach dem Essen kannst du dich damit unterhalten. Ich würde erstmal sagen, wir springen zu Rodrigo und Wascha. Oder Jawohl. auch gerne zu Jalan, wenn er mit will, oder Brintijan. Bei Wascha kann natürlich auch jeder mitkommen, der da irgendwie mitkommen will, Genau. vernünftig. Und Gigi setzt sich auf jeden Fall auch dazu, ja. Wo Ich sitze da sitzt ganz offen am Osgur? Feuer. Ist Osgur auch in der Nähe, oder? Ist wohl gerade streuen. Wie bitte? Wo du gerade rumläufst, ob du auch gerade Ach beim so. Essen irgendwie in der Nähe von Nee, ich Wascha esse sitzt, was. oder? Ja, okay. Irgendwo in der Nähe Aber. dann von Wascha kannst du dann da auch zu finden sein. Ja. Wenn Jalan genug davon hat, interessiert zu tun, während die Sindlinge über ihre Hexen reden, kommt er dann auch mal zu den anderen. Und? Rodrigo setzt Rodrigo? sich einfach mal so neben hier Wascha sozusagen so fast schräg gegenüber, so ein bisschen näher rangerückt, sozusagen, um sozusagen nur so im 90-Grad-Winkel sozusagen zu dir zu gucken, aber nicht direkt daneben. Und ja. Ah, die gute Hexe. Wie läuft's? Ja, du siehst, wie gerade so dieser bisschen verträumte Blick mit sich im Gesicht weicht und das Gesicht kaum merklich blasser wird in der Dunkelheit und durch die ja, etwas dunklere Haut. Ich bin keine Hexe. Schon okay, ich habe ja nur Gerüchte gehört und sie einfach mal offen wiedergespiegelt. Was? Gerüchte? Bis hier? Reiß die Alle. Augen auf und starrt dich an. Ah, ich verstehe. Ihr seid also schon mal als Hexe bezichtigt worden. Das ist nicht schlecht. Nee, die Gerüchte stammen eigentlich von hier, aber ich danke euch für die Frage. Die Frage hat mir Informationen gegeben. Das ist ziemlich schlecht. Guckt sich kurz um. Hat das noch jemand gesagt? Also, dass ich eine Hexe bin? Eigentlich sagt das, glaube ich, das halbe Lager. Wirklich? Aber Nicht, dann dass könnt sie ihr ja mich froh sein, dass davonjagen. sie hier festsitzen. Aber ich bin wirklich keine Hexe. Ich habe schon mal von ihnen gehört, ich habe auch schon mal welche gesehen, aber Naja, solange ihr keinen bezaubert hier mit eurer Magie, ist auch alles in Ordnung. Habe ich schon mit denen abgeklärt. Dürft ihr Hexe sein, solange ihr wollt. Wir sind eine sehr tolerante Welt.
Gruppe. Und ja, ihr seid genauso wie Osko dabei. Ich wollte euch noch schon mal sagen, dass der Entschluss feststeht. Das ist schön. Das wird aber nicht angenehm, was wir tun. Unsere Reise ist sehr gefährlich und sehr strapaziös. Strapaziös? Strapaziert sie nicht. Also wenn ihr mich fragt, kann eine Frau einer Gruppe nur Gutes tun. Wir haben ja schon Frauen dabei. Es geht ja nicht darum, dass wir Frauen dabei haben. Es geht ja darum, dass wir durch den gefährlichen Teil von Maraskan reisen wollen. Und ja, wir werden noch nicht morgen aufbrechen, sondern höchstwahrscheinlich nur morgen früh. Ab morgen Abend, das ist sozusagen nach dem Abendessen, treffen wir uns da hinten bei dem Zelt, das ist unsere Gruppe drin, abends. Und dort halten wir eine allgemeine Besprechung ab. Da seid ihr dann jetzt ab jetzt dazu auch verpflichtet. Weil ihr schließlich dabei sein wollt, wenn ihr annimmt. Ich bin Rodrigo. Ich bin im Moment übergangsweise sozusagen derjenige, der hier das Sagen hat. Das habe ich euch direkt angesehen. Ja. Rodrigo rollt ein wenig kurz mit den Augen. Ja, gut. Sie strahlt mich an. Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Gefällt euch die Position nicht? Es ist einfacher, wenn man nur für sich selbst verantwortlich ist. Aber man sollte solche Aufgaben nicht ablehnen, wenn man die Chance dazu bekommt. Ich glaube, dass die Götter sich was dabei gedacht haben, wenn man die Chance was dazu bekommt. Wir haben einen Südländer gegen den nächsten ausgetauscht. Ich weiß ja nicht. Ach ja, lange guter Freund. Euch verdanke ich doch nochmal blaues Auge, ihr Schlägertyp hier. Etwas mehr Respekt, Rodrigo. Ihr habt euch miteinander geschlagen? Nein, nur er hat mich gehauen. Ich hab mich zurückgehauen. Warum habt ihr nicht zurückgehauen? Ja, weil er ein Freund von mir ist. Natürlich hau ich einen Freund nicht. Aber wenn er ein Freund von euch ist, seid ihr keiner für ihn, wenn er euch haut? Ja, dann hat seine persönliche Art und Weise, seine Freundschaft auszudrücken. Also werdet ihr gerne gehauen? Nein. Guck kurz noch mal so zu Jalan rüber, dich dann wieder an. Der werte Ritter scheint sich ist, Teil zu denken. Der werte Ritter hat seine eigene Art von Weltsicht. Und ich toleriere das. Sie ist ein guter Freund. Wisst ihr, sowas habe ich auch schon mal gesehen, wo ich herkomme, dass Männer sowas untereinander machen, aber ich fand es immer ein bisschen merkwürdig. Meine Weltsicht, Rodrigo, ist die den Götter uns lehren. Ja. Und dann kommt man irgendwo nach Alanfa und stellt fest, dass irgendwie Boron da was anderes erzählt. Tja, wer weiß, wer recht hat. Das liegt daran, dass Alanfa voller Ketzer heißt, sonst nichts. Ja, und dann kommt man zu den Torwallern, die sagen dann, was, wie, Svafni ist doch hier der einzig wahre Gott. Liegt daran, dass es auch alles Ungläubige sind. Dann kommt man irgendwie nach Andergast und stellt fest, boah, Raya ist ja hier verboten. Das liegt daran, dass die alle miteinander verwandt sind. Ihr wart schon sehr viel unterwegs, oder? Deswegen mag ich Yalan. Deswegen liebe ich den guten Rittersmann. Ich meine, wenn ihr schon in Al-Anfa wart und Andergast und so. Nein, war ich nicht. Ich habe nur davon gehört. Ich habe einen Freund, der arbeitet beim Arturischen Boten. Der kennt die ganzen Vorurteile und die zähle ich nur gerade auf. Unterhaltet euch mal mit Viborn. Der hat ja einige sehr farbenfrohe Geschichten. Aber Rodrigo, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ich versichere, dass ich keine Hexe bin. Passt ihr dann auf mich auf, wenn mir das jemand sagt? Ich hab grad nicht, mir hört nur so halb zugehört. Es ist mir egal, dass ihr eine Hexe seid. Ihr könnt gerne eine Hexe sein. Ich bin keine Hexe! Ja, ich erzähl's auch keinem, kein Problem. Haut mit der Faust auf den Sand. Ich sag's auch keinem, ist okay. Ich werd's auch nicht als Gerücht erzählen. Ich hab jetzt das Thema Hexe gestorben, ihr seid keine Hexe, Punkt. Gut. Ich habe nur gefragt, ob ihr auch aufpassen würdet, wenn jemand sagt, ich wäre eine Hexe, wenn nicht ihr oder jemand aus der Gruppe sein. Ich kann den Leuten sagen, dass ich glaube, dass ihr eine Hexe seid und ihr sagt, dass ihr keine Hexe seid. Ich halte das nicht schlimm, dass man eine Hexe ist. Ihr macht einen Schmollmund und schränkt die Arme. Wenn ihr beweisen wollt, dass ihr keine Hexe seid, findet einen preisgefälligen Magier, der kann so etwas herausfinden. Ja, das wurde mir auch schon ans Herz gelegt. Ja, wenn eine Hexe merkt, auch wenn sie eine Hexe ist.
Auch Hexen werden auch ausgebildet. Sicher, ich habe von Leuten gehört, die zaubern können, obwohl sie gar nicht wissen, dass sie zaubern können. Ja, natürlich, das ist es. Das gibt es, aber das ist doch noch lange keine Hexe. Nicht wahr? Nein, das aber ist ganz richtig, Wascha. Aber könnte sie da nicht eine Hexe sein, ohne zu wissen, dass sie eine Hexe ist? Könnte vielleicht zaubern, ohne zu wissen, dass sie das kann, aber das heißt noch nicht, dass sie eine Hexe ist. Ich bin ja auch keine Hexe, obwohl ich zaubern kann. Natürlich, ihr habt doch kein giftiges Tier, das euch auf der Schulter sitzt. Naja, auch wenn ich die Schlange auf meine Schulter nehmen würde, wäre ich keine Hexe. In dem Moment kommt Osku an und sagt, vielleicht ist sie eine Hexe und sagt einfach, dass sie keine Hexe ist. Ja, das ist ja das, was ich glaube, aber trotzdem werde ich das Gerücht nicht weiter verbreiten. Und hallo Osku. Hallo. Ich bin keine Hexe, aber sagt, guck nochmal zu Lilian. Ihr könnt zaubern und ihr seid auch keine Hexe. Seid ihr ein Magier? Ganz genau. Ich bin ein Magier. Ah, da gibt es auch noch Druiden, das sind irgendwelche Typen, die hocken im Wald und können auch zaubern und werden auch von der Magierschaft, bekommen auch von der Magierschaft gesagt, du. Aber solange die nichts Illegales machen mit ihrer Zauberei, werden die daran ausgebildet und können das auch. Aber wenn man jetzt was Gutes zaubern würde, ohne eine Hexe zu sein, was ist man dann? Dann seid ihr eine Hexe. Naja, grundsätzlich seid ihr wahrscheinlich erstmal irgendwie zauberisch begabt. Und ich glaube, dieses, ne, Brindigia ist doch so, wenn man zauberisch begabt ist, man wird irgendwie ausgebildet und kann auch ausgebildet werden, dann ist man irgendwie entsprechend das, was man von dem man ausgebildet wurde. Entschuldigung, Magister Usgur, drehst dich in die Richtung, von der das kam, kannst vor dir sehen eine herausragend aussehende Schönheit. Sie hat rot-blonde Haare, Sommersprossen im Gesicht, blaue Augen. Sie sieht einfach unbeschreiblich aus. Ich glaube, ich bin krank. Könnt ihr mal bitte meine Stirn fühlen? Und sie nimmt deine Hand, drückt die Hand an ihre Stirn. Kannst spüren, wie sie warm ist. Ich glaube, ich bin krank. Gut, dann... Ich habe gehört, ihr begleitet uns. Das ist ja schön, dass wir einen gelehrten Herrn dabei haben. Wer bist du denn? Führt noch einmal... Und jetzt nimmt sie die Hand wieder von der Stirn. Hat so ein Grinsen auf dem Gesicht, der könnte von der Stirn. Sie hält deine Hand an ihre Brust. Guck mal, wie mein Herz puckert. Du spürst ihre weichen Brüste. Also eine schlechtere Anmache habe ich ja noch nie gesehen. Das ist die junge Dame. Dirne? Die junge Dame von Galahan Mersingen. Ja, aber ich bin krank. Die zurück in ihr Zelt geht. Und ihre Krankheit dort auskuriert. Ja, und ich habe auch ganz viele Brüste. Ich glaube, du bist reiherfällig. Und dann... Magister Osku, mein Ritter, mein Ausbilder hat mich vorhin ziemlich wund geprügelt. Vielleicht könnt ihr euch das nachher auch nochmal ansehen. Wisst ihr, ich bin auch der... Nun, ich begleite euch in euer Zelt. Das Osku, ist nett. Oh. Kommt mal her. Myria schaut mit einem tief verletzten Blick in Richtung von Yalan und auch ein giftiger Blick in Richtung von Vascha. Vascha, du bist dir sicher, wenn das Gift wäre, wärst du jetzt tot. Und geht dann zurück in das Zelt, wie gewiesen wurde von Yalan. Ich rufe noch hinterher. Ich gucke auch gerne mal eure Wunden an. Ob sie dann noch besser werden, weiß ich nicht. Ja, du kannst Osko mal ruft nicht, zurück. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Osko, ihr müsst aber ganz behutsam sein dabei. Die Frau ist sehr zerbrechlich. Ganz sanft. Oskur, wenn ihr die Finger nicht von meiner Knappen lasst, sorge ich dafür, dass ihr eure eigenen Wunden behandeln könnt. Eure Knappen scheint aber sehr bedarft darauf zu sein, seine Finger überall zu haben. Ja, und er wird seine Finger auch überall haben, wenn er sie nicht an sich hält. Nun, ich bin ein Lager, was soll ich machen? Lass sie doch ein bisschen Spaß haben, wenn sie es so nötig hat. Ja, sie steht gerade am Zelt, hat die Plane aufgeschlagen, hustet noch einmal ziemlich laut und gekünstelt, macht dann die Zeltplane zu. Ich gehe mit hinein. Kasim kommt gerade aus dem Speisezelt, er hat doch keine Lust mehr zu warten. Ja, Osgur kriegt einen giftigen, einäugigen Blick hinterhergeworfen. Kasim guckt sich die Situation an. Jana, der fühlt doch nur den Puls. Oder wie man es nennt. Die legen Jala mal beschwichtigend die Hand so ein bisschen auf den aufs Knie und. Ach, lass die beiden doch ein bisschen Reiher frönen, wenn sie möchten. Oder Dame. Seid ihr an ihr interessiert? Ich meine, sie ist ja nicht gerade hässlich. Luke. Kasim, von hinten einfach nur zu Rodrigo guckend. Myria? Ja, genau. Das arme Fräulein ist krank und der Herr Osgur, man schaut dem Magier hinterher, dem Magister Osgur hinterher,
scheint sich sozusagen jetzt hier um die wichtigen Dinge zu kümmern. Die junge Dame kann ihre Raya-Gefälligkeit ausleben, wenn wir wieder am Festland sind. Wir haben ja heute gehört, dass das hier Festland mal gewesen sein soll. Also ist das ja faktisch sozusagen halb. Mondrigo treibt es nicht auf die Spitze. Ja, wenn Oskur nicht aufgehalten wird. Ich dachte, die hat Interesse an einem bisschen Geschichtsunterricht. Wenn Oskur nicht aufgehalten wird, dann kann er jetzt auch wieder im Zelt verschwinden. Du siehst dann, wie Miri auf so einem Feldbett liegt. Also, das ist wohl diejenige, über die eben gesprochen wurde. Myria Galahan Mersing, die Knappin von Jarlan. Ah, das ist ja schön, dass ihr gleich hergekommen seid. Nein, ich bin hier eigentlich gar nicht krank. Ich wollte euch nur ausfragen, wer ihr so seid und was ihr hier so tut. Ihr habt gehört, ihr begleitet uns. Davon weiß ich noch nichts. Nicht? Aber es wurde mir angeboten oder es wurde angefragt. Ja, ich würde mich zumindest freuen, wenn ihr mitkommt. Ihr seid ja auch ein ziemlich knackiger Bursche, nicht wahr? Verzeiht, so deutlich, so darf ich eigentlich gar nicht reden. Jarlan redet mir das immer aus, aber naja, ich würde mich zumindest freuen, wenn ich einen Freund habe. Wenigstens einen. Nun, ihr seid auch wahrlich bezaubernd. Doch ist meine Aufgabe fest definiert und mit Gefährten gehe ich keine Beziehung ein. Was hat denn das... Was? Ich bin empört. Beziehung? Nein, sowas meine ich doch gar nicht. Ich wollte nur ein Freund sein. Ich suche die ganze Zeit nach einem Freund, weil Jarlan ist mein Ausbilder und er ist immer so fies zu mir und die anderen kümmern sich auch nicht um mich und Rodrigo, der Kriegersmann, will mich auch disziplinieren und sowas und wenigstens ein Freund und da wollte ich euch einfach nur mal beiseite ziehen und euch zeigen, wie, naja, so, die anderen mögen mich nicht. Bevor ihr auch auf deren Seite gezogen werdet, dachte ich mir, dass ich mit euch rede, damit ich wenigstens einen Freund habe. Nun, wieso mögen sie euch denn nicht? Ja, sie behandeln mich nicht so, wie ich es verdient habe. Deswegen bin ich wohl auch krank geworden. Kann ich schätzen, wie alt sie ist? 17, 16, 17, 18, so in dem Dreh. Also relativ jung, okay. Ja, sie ist jung, aber... Wisst ihr, ich hatte auch kein leichtes Leben, doch Disziplin ist sehr wichtig, vor allem um zu überleben. Naja, aber ich bin mir sicher, die meinen es nicht böse. Aber ich muss doch nicht grün und blau geprügelt werden, deswegen. Und dies nennt man Ausbildung. Also seid ihr auch schon von ihnen. Naja, gut. Nun, ich wurde nicht grün und blau geschlagen, doch habe ich auch Verletzungen in meinem Leben davongetragen. Ihre Augen werden groß, sie schaut dich an wie so ein Hund, wie so ein treuherziger Hund. Na gut, dann muss ich eben mit euch an meiner Seite weiter durch den Dschungel ziehen. Vielleicht kann ich euch ja irgendwann auf meine Seite ziehen. Nun, ich muss auf keine Seite gezogen werden. Ich bin sehr neutral. Das ist gut. Wie gesagt, ihr müsst bei den... Ich bin generell meine Meinung selber. Ihr müsst bei den anderen aufpassen. Wieso? Nur so. Gibt es da etwas, was ich wissen sollte? Nein, ihr werdet sie ja noch kennenlernen. Und bei eins könnt ihr euch sicher sein, ich bin ein verschwiegener Mann. Okay, dann kann ich mich ja euch anvertrauen. Aber dazu dann vielleicht später. Aber wie gesagt, ich bin ja gar nicht richtig krank. Ihr könnt wieder zurück zu eurem Essen gehen. Okay, falls es euch tatsächlich mal schlecht gehen sollte, könnt ihr jederzeit Bescheid sagen. Natürlich, ich komme dann zu euch. Nicht zu dieser anderen. Diese Wascher, die will wohl auch mitkommen. Wissen Sie, ich denke, vielleicht ist sie gar nicht so verkehrt. Ich habe zwar auch schon meine Gerüchte gehört, bin jemand, der auch gerne andere aufzieht, aber das wird die Zeit zeigen, wer sie ist. Ja. Sie das Einzige, was ich meine, ist die Schlange. Die Schlange, ja, genau. Ein richtiger Zoo. Aber ich habe von Ephadaios gehört, das ist der Ephad-Priester, der uns begleitet, dass er seinen Hund wohl hier lässt. Dem geht's wohl auch nicht gut. Aber ein Hund im Dschungel macht ja auch gar nicht so viel Sinn. Nun, dies hab nicht ich zu entscheiden. Nein, das hat er mir vorhin gesagt. Eine Empfehlung auf Raten der Tiersinnegeweihten. Okay. Nun, dann lasse ich euch in Ruhe und kuriert euch aus. Ja, und mir ist auch noch ganz warm. Sie öffnet dabei einmal einen Knopf von ihrem Mieder und du siehst, wie ihre Brüste noch ein bisschen weiter rausgedrückt werden und sie legt sich dann hin.
Osko kämpft mit sich, geht aber raus. Ja, wie gesagt, sie ist regeltechnisch herausragend aussehen, aber okay. Drehst dich wieder um und das so also die erste Begegnung mit der Knappin von Jarlan. Was auch immer das für eine Knappin ist, sehr merkwürdig. So sollte sich eine Knappin nicht zieren, gebärden. Als er aus dem Zelt wieder rauskommt, meint Kasim draußen nur ganz trocken und knapp, das ging schnell. Sie hat bestimmt schon Übung, so wie sie sich an die Männer ranschmeißt. Ich glaube eher, der gnädige Heiler weiß, was gut für ihn ist. Vielleicht hat er auch Appetit geholt. Und ich denke, ich müsste ja jetzt wieder am Lagerfeuer ankommen. Warum können wir nicht an einem Lager voller Travia-Geweihter sein? Die hätten da bestimmt einige erhaltene Worte zu sagen. Warum? Aber in der Travierkirche, ja, ich glaube, es ist nicht so gerne gesehen, wenn man Sex hat vor dem Travierbund. Travierkirche sieht es nicht gerne, wenn Leute durch die Gegend laufen und Bastarde produzieren. Aber was, Raya, was ist ein Bastard? Doch nicht zugetan, ich meine. Ein Bastard ist ein Kind, das außerhalb der Erbfolge geboren wurde. Und wenn man nicht aufpasst, kommen sie irgendwann rum und meinen, sie hätten Ansprüche. Ja, die liebe Primogenitur, die liebe Primogenitur. Und könnte ich sicherlich vorstellen, dass die Kirchen, die um die Ordnung im Reich bemüht sind, das überhaupt nicht mögen. Eine Sinnschärfeprobe bitte. Von allen? Ja, Sicht. Welchen Abzug? Nee, aber Rodrigo kriegt einen, weil sich das, was ihm sich eben nähert, von hinten kommt. In die Box? Nee, könnt ihr einfach auf den Würfel. Okay. Oh, geschafft. No, geschafft. Nur 6 Sterne. Dann ist Brindigian der Einzige, der es sieht, zumindest rechtzeitig sieht. Ich habe auch 6 über. Ja, aber Brindigian hat maximale Schwernis 10. Achso. Brindigian sieht es als erstes. Abu Gianida, die Anführerin von der königlich-maraskanischen Armee, kommt gerade aus dem Dschungel mit etwas in der Hand. Und das sehen die anderen auch, aber Brindigian kann es als erstes erkennen. Es ist ein abgeschlagener Kopf, blutig, der gerade in ihre Hand getragen wird. Ihr Tutsackmesser, was sie bei sich trägt, ebenso blutig und kommt auf euer Lagerfeuer zu. Ich stehe sofort auf und was ist denn das? Und gehe ein paar Schritte auf sie zu. Okay, du drehst mal den Kopf nach hinten. Just in dem Moment, wo du dich umdrehst, du darfst mal gerne eine Intuitionsprobe würfeln. Gelungen? Ja, ausweichen, weil du sitzt, Schwert um 5. Ich würfel jetzt gar nichts, weil mir nicht sagt, was passiert. Etwas kommt angeflogen, und zwar der Kopf. Okay, ja, versuchen wir mal so auszuweichen. Ja. 5 Punkte, nicht geschafft. Gut, dann du drehst deinen Kopf in die Richtung, in die Brindigian gerade starte. Irgendetwas trifft dich hart, es tut unglaublich schmerzhaft weh, deine Nase knackt einmal und dann ist es irgendwie blutig verschmiert vor deinem Auge. Du zuckst kurz zurück, versuchst vielleicht auch aufzustehen oder sowas, musst dich erstmal sammeln. Sie steht mit ihrem Tutsackmesser in der Hand da und hat gerade den Kopf, den abgeschlagenen Kopf nach dir geworfen und getroffen. Was soll denn das, Abu Gianida? Um Himmels Willen! Was ist in dich gefahren? Boah, was ist das für ein Zeug? Er schmiert sich so, er sieht es gerade kaum noch was, zieht so die Hände, die Außenflächen der Hände so durchs Gesicht an den Augen vorbei, um dann langsam auf den Boden zu gucken, was ihn da denn wohl getroffen hat. Kasim schaut den Kopf an, ob er das Gesicht kennt. Unglaublich vernarbt. Den hast du noch nie gesehen. Dann schaut man sie an, hä, was? Also ich gut. Macht ihr das hier immer so? Erland springt auf. Ihr, erklärt euch! Ihr solltet vielleicht euch erklären. Warum schleppt ihr die Bluttempler von Jägern mit euch im Schlepp? Was habt ihr in Boran getan? Belharion Manning verwundet. Wer schleppt wen und warum? Also wenn wir verfolgt wurden, dann lag das an dem unsichtbaren Dämon, der uns verfolgt hat. Und wenn ihr was gegen unsichtbare Dämonen tun könnt, dann seid ihr ganz toll, ich nicht. Dieser Fremd-IG hat 3 meiner Männer getötet, bevor ich ihn im Blutrausch den Kopf abschlagen konnte.
Und ihr seid dafür verantwortlich, weil ihr dieser Führer der Expedition seid. Und es ist mir scheißegal, ob ihr sie sehen könnt oder nicht. Ihr habt Zeichen zu lesen, Spuren zu deuten. Und wenn ihr das nicht könnt, dann seid ihr vielleicht unfähig. Dann solltet ihr euch nicht im Dschungel gebärden. Ihr solltet euch vielleicht nicht mit Belharion Menning anlegen, wenn ihr euch nicht einmal gegen die Bluttempler wehren könnt. Sie kommen immer alleine. Und wisst ihr was? Wenn ihr aus diesem Lager rausmarschiert, vielleicht zu der einen, vielleicht zu der anderen Seite, dann werden sie auf euch warten. Seid euch gewiss. Menning ist einer, der niemals jemand alleine losschickt. Sie agieren nicht in Gruppen, aber sie sind niemals alleine. Wenn jemand ausgelöscht wird, dann warten an dieser Stelle den nächsten Tag 10 weitere. Und seid euch gewiss, wenn ihr dieses Lager verlasst, dann werden weitere auf euch lauern. Und wenn ihr... Dankeschön. Und wenn ihr ganz, ganz hartes Pech habt, dann warten auch die Hexerin von Lycosa auf euch. Aber seid euch gewiss, sollte ein weiterer Mann von euch sterben, von mir sterben, dann werde ich euch fordern. Fordern zu was? Das dritte Blut. Tja. Ihr könnt fordern, solange ihr ich wollt. Schwöre ihr seid, euch. Ihr seid nicht wert gefor- Dann schlage ich euch so in den Kopf ab. Ach ja. Ich schwöre euch, wenn ihr die Hand gegen Rodrigo erhebt, dann werde ich meine gegen euch erheben. Lasst das Ganze jetzt nicht eskalieren. Ihr habt euren Spruch aufgesagt. Ihr seid eine ganz artige. Wir wissen Bescheid. Wir danken euch für die Art, wie ihr uns gewarnt habt. Und ja. Ihr solltet eure Männer vorwarnen, es sind hier vielleicht Bluttempler, lasst sie, sagt ihnen, dass sie vorsichtig sein sollen. Du kannst sehen, wie sie kocht, wie sie innerlich kocht, wie sie brodelt. Damit hat sie nicht gerechnet und das scheint ihr echt zu missfallen, dass sie da nicht gegen angehen kann, dass du nicht ausrastest. Du siehst es. Sie dreht sich um, blutiges Tutsackmesser immer noch in der Hand und geht weg. Bluttempler. Sollen sie kommen, ich nehme sie alle. Was hat das zu bedeuten? Ihr habt ja gar keine Angst. Natürlich habe ich Angst. Die Frau wird wahrscheinlich eine gute Kämpferin sein, aber es ist nicht die Art, dass man Angst zeigt unbedingt in einer Konversation. Aber ihr habt welche? Ein Stück weit schon. Das Adrenalin pumpt immer recht schnell, wenn es zu einem Kampf kommen könnte in meinen Adern. Ich weiß nicht, ob man das als Angst bezeichnen sollte, aber man sieht wahrscheinlich, die Hände zittern ein wenig sanft, wenn er sich versucht, ganz ruhig zu halten. Jetzt fallen deutlich mehr, als sie sonst tun. Ja, so ist das. Wenn man ein Krieger ist, rechnet man immer damit, dass es jeder Tag der letzte sein könnte. So mit den Schultern. Das ist so. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, dass sie mich fordert. Ich würde ungern hier irgendwelche Leute töten, verletzen oder selbst getötet werden, nur für solche Nichtigkeiten. Und deswegen Nichtigkeiten, weil diese Bluttempler mögen uns verfolgt haben, aber sie hätte auch nichts gegen unsichtbare Dämonen tun können und wäre genauso verfolgt worden. Ich denke, sie hat einfach nur einen schlechten Tag. Sie musste ihren Zorn ablassen, weil sie Männer verloren hat, die ihr wichtig waren. Und ja. Hoffen wir einfach, dass es zu einer weiteren stressvollen Begegnung mit der Frau kommt, dann kann sie sich wieder beruhigen, wenn das hier wechseln, wenn wir die nächsten Tage lang noch hier sind. Ich bin mir sicher, sonst kann man auch mit ihr reden. Sie sah nicht aus, als ob man mit ihr reden könnte. Das weiß ich nicht. Iba ist auf jeden Fall sehr aufgebracht und ich würde diese Situation jetzt hier als. Stellt euch vor, jetzt, ne? Unser Ephadaios war auch ziemlich sauer, dass hier die gute Lari gestorben ist. Und zwar sauer auf Brindigian. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind einfach Emotionen, die kochen hoch. Das kann passieren, daraus darf nur nicht eben jetzt hier, also wegen so ein bisschen verschwapptem Bier mache ich kein Fass auf. Aber, ne? Und das sollte auch keiner. Und auch Brindigian hat kein Fass aufgemacht, als jetzt hier Verdallus ihn angemacht hat dafür, dass er angeblich schuld wäre, dass sie gestorben ist. Das ist er hatte ja auch recht. Man muss ihm seine Fehler eingestehen. Aber ja. Sie passieren halt. Man darf sich nicht von Emotionen überwältigen lassen. Zumindest nicht komplett. Man darf sich nicht von seinem Zorn leiten lassen. Das tun nur die Bluttempler und die Karmatgarde. Und auch nicht von seinem Rachegelüsten. War sie eine Gefährtin von euch, Sari? Ja. Rodrigo setzt sich hin wieder, den Kopf zwischen den Beinen kurz betrachtend. Ja. Ich gehe das mal kurz verbuddeln.
und packt den Kopf an den Haaren, greift einfach in die blutverschmierten Haare hinein und steht auf und geht Richtung, ja, Zelt, wo, ja, also Richtung zu dem Wohnzelt, wo wir liegen.